Yo, Tierster Andres, erster Rapper Mittwoch King, das ist mein Best-of. Gebt euch. Peace. Du kennst mein Tagebuch. Wenn ich will, bring ich dir live. Denkst du wirklich, du kannst mich ficken mit diesem kindischen Scheiß? Hör mal zu. Dass du nicht real bist, ist meine ehrliche Meinung. Wenn du ein Buch über dein Leben schreibst, landet es in der Märchenabteilung. Nein, du kriegst es nicht echt, ich erschieß diesen Wannabe, denn Hip-Hop heißt Keep It Real und nicht Keep It Comedy. Ich bin Oldschool, ich bin New School, für mich bist du kein Gegner, denn seit wann fickt ein Klassenclown mit einem Schulhofschläger? Du wurdest schon einmal gemobbt, hast jeden Feind auch verloren. Früher bekamst du Orden auf den Kopf, heute fliegt dir das Mike um die Ohren. In echt darfst du das nicht. Denn ohne Mike sag ich nur einmal, halt dein Maul, sei leise und du zitterst wie Papst Johannes Paul II. Aber beantworte nur eine Frage. Wer bombt am Mike krasser? Ich werf mit Handgranaten, er wirft mit Weihwasser. Ich bin ein Yeah.
heiratender Frauen am Anima und am Absatz einer Tussi lebender Brigitte Leser. Schnulzen Slammer bei blutigen Szenen, wegguckender Horrorfilmkreischer. Du Hilfeschreier, ich übler Rauschmeißer. Wen willst du jetzt erreißen, du Chips-Tüten-Aufschneider? Dass du mich hier fertig machst, ist so eine dumme, törichte Behauptung.
Ich komm und fick dich mit ner Ritterrüstung, Spezialschmierdeckel, behälter Gummiabdichterverschraubung. Hast du gehört? Hast du gehört? Ja, genau, du gehst hier drauf, Bitch. Na, na? Weißt du überhaupt, was es ist? Nee, ich auch nicht. Egal, ich stech dich von hinten ab, versuch mal besser zu flüchten. Er haut auch gleich ab, aber ich schrei, haltet den Dieb, er hat mein Messer am Rücken. Zum Arzt. Hilfe, Hilfe, ich wurde abgestochen. Der will seine Assistentin vögeln, sagt, verpiss da, du Wichser, ich hab geschossen. Er heult weiter, wenn sie mir nicht helfen, werde ich sterben in den Gossen. Der Doktor zieht die Klinge raus, steckt sie ins Auge und sagt, geh rüber zum Augenarzt, der hat noch offen. Zu viele Rapper kriegen Höhenflüge, glaub mir, ich versohle jeden runter. Deshalb ist für mich Spitten wie Wichsen, ich hol mir einen runter. Ja, ich weiß, alle fühlen sich cool und denken, sie rappen krass. Aber gegen mich fliegen sie auf die Schnauze und können nie wieder laufen. Wetten das? Ja! Laber keine Scheiße, du Eierkopf, kannst mich nicht killen und von hier oben verjagen. Alles, was du tust, ist mich mit Schwuchtelhumor auf seltsame Weise komisch verarschen. Ich nehm dich gar nicht ernst. Würde ich sagen, komm, wir treffen uns Cottbus-Tour. Du kriegst sofort einen Kopfschuss. Steh ich vor Intergida, du vor irgendeinem Tor in Cottbus. Mit dir ficken ist mir peinlich. Für mich bist du die letzte Schlampe. Wo hast du deine billigen Lines überhaupt her? Rudis Reste-Rampe? Ich weiß auch nicht, was ihm einfällt. All die Leute wissen, er macht kein Geld. Seine Gage immer Lidl. Sag mir, warum er sich für reich hält. Pro Gicken, Groschen, Netto, plus ein Penny extra und manchmal noch weniger. Und du willst auf Kaisers Thron? Das Geld gewinne ich eh, Dicker. Wenn ich mit dir fertig bin, stehst du zwar unter Tränen, aber nach einer Therapie traust du dich schon irgendwann wieder in den Supermarkt zu gehen. Pussy! Überquermend, übergezogener Kapuze in die Straße. Guck mich nochmal um und zieh mir ein Tuch über die Nase. Komm von denen über, laufst du gerade weg, weil das perfekte Opfer endlich vorm Automaten steht. Pack ihn am Nacken wie eine Olle beim Bücken und drück ihm die Knarre dann voll in den Rücken. Tipp jetzt den Pin ein, gib mal den Schmuck, ja? Heb besser alles ab oder ich fick deine... Schlag ihn fürs Handy noch böse K.O. und flüchte mit der ganzen Beute über Hilfe und so. Raub über Raub vor roher Gewalt, lauer in den Einfahrten auf dein Monatsgehalt. Und lass mich nicht schnappen, weil ich das am besten mache, denn die Bossen von Berlin, die meine Westentasche. Kreuzberg bei Köln, egal wo was liegt, schöne Berg Charlottenburg, Wedding Moabit, ich bin Potterjäger. Dass hier keiner über mich steht, würde ich jetzt gern nochmal aufzeigen. Denn ich rap alle platt, am Mic mach ich tödliche Texte während Opfer Clowns hypen. Und dieser Clown guckt nur so blöde, weil der Spaß nicht kapiert hat, dass ich gerade mit jedem einzelnen Wort Rapper Mittwoch buchstabiert hab. Nochmal. Ich, Doppelpunkt, rap alle platt, am Mic mach ich tödliche Texte während Opfer Clowns hypen. Aber für dich mache ich mit Abkürzung, vielleicht wirst du es dann ja auch peilen. Hör mal zu, ich bin RRM, ein realer, authentischer Motherfucker, ja? Ich bin RRM, denn ich mache hier Randale, Abriss, Massaker. Guck mal jetzt zu, wie sich das Mic in eine Knarre verwandelt und mit rebellisch abgebrühter Mentalität der Rowdy alle misshandelt. Der Rächer am Mic ist ein Rivalen-Allemacher, nicht wie der Typ da. Ich bin ein russisch-afrikanischer Mulatte. Und geh in die Luft wie ein radikaler arabischer Märtyrer. Also du mich ficken, was bildest du dir ein, wer bist du nur? Nach dem rücksichtslosen atomaren Manöver nur eine radioaktive Missgeburt. Ich bin der realste Rapper, so wahr wie ich hier stehe. Das einzige, was fake an mir ist, sind ein paar meiner Zähne.
ich box mich nun mal viel. Ja, du kennst den echten hier, aber das spielt keine Rolle, denn ich würde dich sogar toppen, wenn ich Studentenrapper wäre. Unsere Parts sind Referate und hier drauf beschreibe ich die Wahrheit. Würden Dozenten sie bewerten, heißt es bei mir, ausgezeichnete Arbeit. So facettenreiche Themenfelder, den Kern der Sache angepasst. Bei dir, freie Sprechen, sehr gut, inhaltlich, mangelhaft. Komm schon, die beste Line seines Lebens fiel ihn ein, als der Rat an der Bar war. Weißt du noch, auf Arbeit, ich Wodka und Eis, du Pina Colada. Schon recht amüsant, aber nicht gerade der Tauken, deshalb tangiert mich nur peripher, wie du hier drauf rappst. Also nix gegen mein Intellekt oder ich gruschel dich nie wieder bei StudiVZ. Du flowst schon nicht schlecht, aber bringt man Sachen Punches besser mehr? Denn ganz im Ernst, ich würde dich sogar toppen, wenn ich Conscience-Rapper wäre. Ey Bruder, merkst du nicht, wir reden nur dusselig rum? Was zerfleischen wir uns hier immer wieder nur für deren Belustigung? Das hat doch keinen Sinn. Warum machen wir mit diesen Drecksbällen nicht Schluss? Lass uns lieber gemeinsam unsere Stimme erheben gegen Rechtsextremismus. Aber Tiefsinniges zu bringen fällt ja diesen Traumtänzer schwer. Also wenn du so oberflächlich bist, topp ich dich sogar, wenn ich Clown-Rapper wär. Yo, 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 check mein Flow, das ist verbaler Fun. Jede Line spritzt dich wie eine Blume vor meinem Revers-Kragen an. Ich bin voll stolz auf meine lustigen Vergleiche. Oh Mann, wird mir schlecht. Denn allein so einen peinlichen Kasper nachzumachen, finde ich voll wack. Ich bin nun mal ein Gangster-Rapper, Hustler und Räuber. In echten Beef mit mir kriegst du mehr Seitenstiche als ein Marathonläufer. Er geht immer nur nach Duden, hält sich für sowas von schlau und deshalb denkt er auch, Ehe kommt vor Verlobung und Trauung. Ich spit Straßenslang, Mutterficker, denn ich lebe wie ein G. Wenn ich ihn frag, bist du schwul, sagt er, nee, aber bi. Ach, für mich ist Bisexualität dasselbe. Für dich nicht auch, Mann, komm, gib zu. Er sieht Bisexualität als Verdopplung seiner Chancen auf ein Rendezvous. Und jetzt meint er, er hätte die krassesten Rhymes und wird mich damit auch nageln. Dabei ist er so Pussy, immer wenn er Schopfenhöfer trinkt, prickelt in seine Bauchnabel. Ach Schnauze, so ein Bitch-Ass-Rapper wie dir hab ich noch nie ein Wort geglaubt. Jeden Geburtstag wünscht er sich, sein bester Freund kommt in Tanga aus einer Riesentorte raus. Und jetzt muckst du voll auf und denkst, du kannst dir jeden böse verhauen. Aber nicht schafft der Angsthase nicht mal einen Schneemann eine Möhre zu klauen. Hör mal zu, ich bin ein realer Street-Rapper, der auch gern lustig rappt, weil es nun mal Spaß macht. Du bist ein realer Clown-Rapper, den die Leute auslachen, wenn er einen auf hart macht. Komm hier nicht mit irgendwelchen Faxen, sonst ist sowieso gleich Ende. Du weißt, wir gehen raus und treffen uns an der Ecke, wie zwei Wände. Also von mir aus erzähl deiner Fangemeinde, wie krass du mich mit deinen Kasper-Reime fixt. Aber nicht mal die glaubt, dass es eine Situation gibt, in der ich vor dir Flatterbeine krieg. Jetzt mal ehrlich, denkst du, ich ruf irgendwie russische Mafia an, oh Boże mój nie. Ey Igor, у меня проблем ist drop dynamic, da war mir pistoliert. Du bist gut, ich bin besser. Du killst sie hart, ich kill sie härter. Aber wenn du King bist, bin ich Kaiser. Wenn du Gangster bist, bin ich Mafia. Und wenn du Mafia bist, bin ich Bilderberger. Wenn er jetzt sagt, er ist Prophet, müsste ich sagen, ich wäre Gott, um auf den Opfer zu scheißen. Aber ich bin nicht so ein gottverdammtes Stück Scheiße, das sich anmaßt, mit Gott zu vergleichen. Aber egal, was du sonst tust, ich komm und mach das dann viel mehr, auch hinter den Kulissen. Wenn du Drahtzieher bist, bin ich Stacheldrahtzieher. Ja, er merkt, worauf es hinausläuft und plant es schon langsam. Nach dem Battle ist es nicht vorbei, also hör auf zu heulen, das war erst der Anfang. Denn wenn wir Kinder kriegen, werde ich es nochmal dem Typen da zeigen. Mein Sohn wird nicht nur stärker, meine Tochter auch klüger als seine. Ja, darauf kann man doch nur stolz sein, so viel steckt im Glied eines Mannes. Jeder, der dich sieht, sollte auf die Knie fallen und Gott danken, dass er mit dir nicht verwandt ist. Wenn er mit seinem Bruder was anstellt und erwischt wird, verpetzt er ihn gleich bei den Bullen da und die funken durch. Der andere ist Alberstraße 13, kümmert sich im Altersheim um die Oma. Wenn mein Bruder entkommt, leugne ich mit Täterschaft und würde es genauso dann sagen. Was für ein Komplize, Mann, ich kenne den nicht, der wollte nur ein Autogramm haben. Dann ruft meine kleine Schwester an und sagt, meine Große wird bedroht in so einem Club da. Ich geh hin, pack ihn am Kragen und sag,
Du Hurensohn nochmal und du bist tot, ich fick deine Mutter! Deine Schwester heute zu Hause, diese Wichser mit Picaldi-Jacke haben mich wieder geschlagen, ich trau mich gar nicht mehr an denen vorbeizugehen. Er zuckt mit den Schultern, zieht weiter an der Bong und sagt, ist doch nicht mein Problem, Peace, Alter. Eigentlich brauche ich gar nichts mehr sagen, mein Lifestyle bumst ihn einfach weiter. Mein Schwanz ist nicht nur größer, er kann auch mehr Kunststücke als seiner. Meine Homies scheißen auf deine, mach dir Beef, werdet ihr gleich gefickt. Also reiß dein Maul nicht so weit auf und rede nicht über meine Bitch. Denn ich sag dir eins, wenn sich einmal meine mit deiner trifft, dann geht sie erstmal mit dir shoppen und gibt dir ein paar Styling-Tipps. Denn du weißt ganz genau, ich muss immer deeper sein. So sieht es aus, ich komm und bang die Deppen. Und wenn ich will, dann kann ich auch Englisch rappen. Yeah, Abi, switch in your language and eat these punk bitches like a sandwich. Yeah, what's up, back in the club. And if you don't like it, shut the fuck up. Yeah, nigga, what? I'm the hardest, here to the start. The most aggressive artist. Und so bleibt es auch, tu die Scheiße aus. Wenn ich rappe, dann gehst du in der Pfeife drauf. Ja, Mann, ich mach's auch mal lustig. Und wenn ich will, dann rapp ich auch russisch. Stopodov, Uverin, Stoni, Brai, Graju, Tierstar, Samsi, Bär, Nasovaju. Nasim, Grisuit, Tota, Kapusta, Mudakinas, Fiatis, Rasus, Dajuca. Biru, Stornada, Nazatni, Daju, Piritjem, Kakvali, Silov, Novi, Banu. Nakuri, Vaimsia, Katan, Sana, Tatschke, Siemit, Steidab, Kakom, Dabagat, Zwer, Vizumir, Kak, Zwer, Хуй с тобой. Делай, что хочешь, только не со мной. Предупреждаю на люди, наеду. Без базара die Suki zarežu. So sieht's aus, man, das ist der Gangster-Scheiß. Wenn ich komm und die Knechte aus dem Fenster schmeiß, ihr könnt euch mit mir gar nicht messen. Wenn ich will, dann kann ich auch iranisch rappen. Er kann es wirklich. Willst du singen? Mach ich mal, yeah. Dachtam, da auch Job bekommen. Wach der Polizei hat man nämlich donam. Chiboyat mit donam, Chiboyat begam. Saram holo, wie geman boyat beram. Wie du unter wie kast, ich nehm mich gire. Bei den Kekunen, sie haben mich kast, nehm ich bine. Hat man Rus noch mehr mich hat, denn wie se, mo wo se post, scho ruhe am Chene diese. Schuch ich nehm ich konam. Tut mich schem, es ne boom, in Joach hat an Orkast, an Oruch hier boon. As hallo, wach der Polizei, wie du mire. Aksam am Job, immer dumm ne schon wieder. So sieht's aus, Mann, das ist der Tierstar-Nigga. Krassere Texte und Freestyle-Sicker. Du weißt, ich kann jetzt auf jeden fetzen. Wenn ich will, dann kann ich auch Chinesisch rappen. Wani Chain, Chain, Cherry, Chain, Cha. Wani Chaini Quang, Wani Chaini Yang, Ya. Ich sag mit Chin, ja, du wirst von der Bühne fliegen. Okay, mit Chinesisch war jetzt übertrieben. Aber es hat Spaß gemacht. Du weißt, ich habe viel Gras bepfafft. Trotzdem rapp ich 4 bis 5 Sprachen, ihr bilingualen Rapper könnt mir einblasen, yeah. Ey, stell dir mal was vor, auch wenn's dir nicht gefällt. Deutschland wäre ein Entwicklungsland in der dritten Welt, in dem Bürgerkrieg herrscht, sie in Massenmorden. Seit kurzem in die Unabhängigkeit entlassen worden. Die mächtigsten Geheimdienste kommen einfach und pushen. Militärisch verfeindete Gruppen, Waffenhandel blüht, lassen so Geschäfte laufen, weil sie nach wie vor die ganzen Bodenschätze brauchen. Keine Menschenrechte, gewollt für das Volk da, ständige Angst vor Verfolgung und Folter. Manchmal denkt man echt, es ist besser zu sterben, als in so einer Diktatur nur geknechtet zu werden. Was glaubst du, machen die Leute dann? Die vertrauen ihr ganzes Erspartes irgendeinem Schleuser an. Aber Frontex hält zeitgleich dagegen, tötet Flüchtlinge, die ein Leben in Freiheit anstreben. Niemand bekommt deswegen noch Kummer. Alle sind gewohnt, wie hier täglich Babys verhungern. Und da schmeißen sie Essen weg, nachdem sie es nur naschen. Oder rühren's nicht an, weil sie auf die Figur achten. Du hoffst, du überlebst, so führt Gott dich schon ans Ziel. Aber falls du ankommst, wird erstmal Asyllotterie gespielt. Und wenn du die verlierst, hast du verkackt wie dumm. Alles war umsonst, ja? Abschiebung. Willst du mir jetzt wieder mit zusammenhangslosen Bars ankommen? Mann, damit gewinnst du vielleicht mal einen 100-Meter-Lauf, aber nie den Marathon. Hör mal zu, Rap ist Sport. Schick mich ins Rennen und es kommt kein Mangel vor, denn ich komm wie Fallrückzieher, Dreiangel-Tor. Rap ist Sport. Und was macht der Faker für einen Quatsch da? Ich werf ein Dreier nach dem anderen und dazu noch Slam Dunks in your face, Motherfucker. Rap ist Sport. Und er denkt, ihm gehört der Ball, weil er auch ein bisschen flowen kann. Aber ein Schlag mit der Basie und die Pflaume macht einen Homerun. Rap ist Sport. Also wen willst du tackeln, Mann? Du solltest lieber abhauen. Ich ramm dich um, ohne es zu merken. Und schrei wieder Touchdown.
Ist das nicht eine Frechheit, so eine softe Scheiße gegen Tierstar zu rhymen? Mann, damit könntest du Pussy in meiner Mannschaft nicht mal Cheerleader sein. Also von mir aus hol noch 8 deiner sogenannten Freunde. Ich strike euch gleich zusammen wie beim Bowling alle 9. Treff präzise wie ein Bogenschütze und punkte hier mit Lines-Codes. Was du da versuchst zu droppen, sieht aus wie Gummistiefel-Weitwurf. Was kommt als nächstes? Gymnastikstunde? Wollen wir Ton heute Abend? Oh, die Reime sind so rollig und können so süße Purzelbäume schlagen. Ey, vielleicht habe ich ja nicht mehr genug Kondi, weil zu viel Rauch in diesen Lungen war. Aber wenn jetzt noch Synchronschwimmen angesagt ist, tauche ich lieber unter. Nee, jetzt mal ehrlich, hör mal zu, RRM ist ein Triathlon. Hier geht's nicht drum, wer besser schwimmt oder rennt, sondern wer als erster im Ziel ankommt. Und werde schon im Fernsehen, ja, ich hoffe es irgendwann, wäre doch cool so. Wir berichten hier live und direkt von der Tour de Ram. Und es ist sensationell, wie hat hier ist da wieder sowas vollbracht. Da gerät er ja gleich in aller Öffentlichkeit wieder unter Dopingverdacht. Nur noch 5 bis 4 Meter und er schreitet deutlich schneller fort. 3, 2, 1, das gibt's doch nicht, ein neuer Weltrekord. Unglaublich, sagenhaft. Wie soll Fat Cap diese Monster-Rhymes am Mic noch toppen? Ruhe bitte, Konzentration. Der Gentleman versucht jetzt eine Konterline einzulochen. Rapper Mittwoch, kommt alle mit, doch seit Day One represent ich hier den Shit. Sag mal, was hast denn du da gerade gemacht? Das erste Mal gewichst? Wir sind da schon in der Uferfabrik immer zu Ram gegangen, aber am Eingang war keine Beatty oder Sherry, da war nur ein Schild von Akte One. Als Sido die Hymne freestylt hat, war ich hier schon for real. Da war Pete noch nicht mal DJ, er hat nur Basketball gespielt. Oder nicht? Mag sein, dass ich kurz verstört bin. Ah, nee, er hat erst mal aufgelegt und ich hab gesungen. Like a virgin. Ich hab sie alle kommen und gehen sehen und jetzt machst du hier einen auf King zur Zeit. Mann, ich bin hier schon in die Cypher gesteppt, da wusste Mike noch nicht mal, ob er Fiction oder Kinski heißt. Und jedes Mal denkt irgendein neuer Bube, er fickt jeden wie eine Dame mit seinen flachen Scherzen. Aber wenn die Könige nichts mehr taugen, hat Joker mit mir immer noch ein Ass im Ärmel. Also denk nicht, mir macht der Kleine hier Beine. Die ältesten Fressen, die du hier siehst, sind seine und meine. Ja, seit wir klein sind, sind wir schon ein Pärchen und werden gemeinsam auch alt. Aber Johnny ist die Frau, denn er schmeißt den Haushalt. Und wie sieht denn das hier wieder aus? Warum so wenig geputzt? Der Rack-Müll stinkt ja bis ins King-Finale. Ist der Besen kaputt? Ich weiß, Müll rausbringen ist meine Aufgabe, aber dazu musst du vorher fegen. Ja, du kümmerst dich noch um die Familie und so, mach mir jetzt bloß keine Szene. In dein Zimmer, Papa ist zurück und es geht wieder rund hier so crazy. Und wenn einer Rapper mittwochs Mutter ist, reg dich nicht auf, ist nur die Kunstfigur, Baby. Yeah, Papa ist zurück, yeah, Papa ist zurück und das mit mehr Geschenken. Und du, Missgeburt, hör auf, an irgendeine Konterline mit Flair zu denken. Papa ist zurück und glaub mir, ihr habt mir immer gefehlt. Aber ein paar scheinen nicht mehr zu wissen, wer ich bin. Sag mal, was hast du den Kindern erzählt? Ich feier nur noch so die junge Hüpfer. Hier ist da der alte Sack, hat's nicht mehr so im Bell drauf. Ja, kein Ding, ich bin wirklich alter Mann und verstehe, dass die Jugend auch mal so Generationswechsel braucht. Aber hier geht's nur um Bass und Delivery auf dem adligen Level und wer was anderes überbewertet hat, keine Ahnung vom Battle. Und vielleicht hast du ja ein paar Patterns, aber Tierstar hier gewinnt es, denn die realste Cypher ist da, wo der realste Rapper King ist. Okay, los geht's. Ich geb immer noch ein Fick einfach rein da und schlagen, ja. Kick, bang, boom, Butterfly in deinem Magen. Peitsch dich raus auf die Straße, kriegst du in der Gegend noch mehr Schläge? Nee, Spaß, als ob ich so eine vercrackte Pfeife wie Gregor noch ernst nehme. Als ich ihn das erste Mal gesehen hab, war über Deutschland Feuer. Stellt euch vor, es war nachts stockdunkel. Er erzählt, er haut Schraubenzieher durch Augenlider. Ich dachte, boah, der ist krass. Erinnerte mich an meine erste Stecherei und das war ehrlich harter Shit. Machte Licht an und dachte, wer da dabei hat, der einen Herzinfarkt gekriegt.
Scheiß mal kurz auf Punchlines, ich weiß, es ist voll witzig und spaßig, aber mir brennt was auf der Zunge, ich geb keinen Fick jetzt und frag das, eigentlich sind wir uns ja sympathisch, ja bla bla, ich mag dich, aber warum willst du alle davon überzeugen, dass du irgendwie hart bist? Mach mal vor mir nicht so einen harten, hier bedeutet es gar nichts, denn wer von uns beiden wirklich hart ist, zeigt sich, wenn kein Zeuge am Start ist. Und noch was, Tierstars, mein Herz und mein Hirn, bedeutet so im Ganzen, das Tier steht für wilde Emotionen, der Star für erleuchtende Gedanken. Yeah. Ihm fiel schon bei der Namensfindung nicht wirklich was echt Geiles ein? Oder warum zum Teufel will Gregor eine gottverdammte Crackpfeife sein? Egal. Jedenfalls handelte ich weiter mein Biss wie ein Verbrecher an dem Block da und dachte, was jeder Gina Hood so denkt. Pff, diese Rapper, alles Opfer. Hätte ich ihn auf der Straße getroffen mit einem seiner Wegbegleiter, hätte ich gefragt, hast du ein Problem? Bam! Noch ein Problem? Nee? Geh weiter. Kein Bock hier mit den Arschlöchern rumzuquatschen. Hi, Werner! Ja, vor 5 Jahren war ich noch kein Battle-MC. Machte danach erst so eine krasse Wandlung. Er erzählt, kein Plan, für welches Label ich mich entscheiden soll. Ich steh grad mit Sony in Verhandlung. Pff. Man, nicht mal ein hirntoter Boss, der Musik macht, gibt den Knecht hier so einen Deal. Denn jeder mit Gespür vor Musik weiß, du machst keine echte Musik. Als ob sich jemand dafür interessiert, was der Penner auf dein Tapes da quatscht. Du füllst nicht mal einen Royalbunker, wenn du 0 mit 7 Elfen Entertainment machst. Oder mit Schimpansen auf Imperator, weil du in Wahrheit keine Haltung zeigst. Und dann sprang er auf den Schwanz von dem Typen, der wie Nas sein erstes Album heißt. Der zeigte seine Sachen Moses, aber er konnte ihm dafür nur einen fetten Knuffi verpassen. Denkst du, die 3 P's bei mir stehen für Pelhams Pussy Production? Selbst wenn dabei der Bass boxt, geht man damit auf die schnelle Echtpleite. Wem nützt es? I love money und verkaufe keine self-made Crackpfeifen Deluxe, bitch! Und meintest du nicht, als K1 zu Bushido ging, dass die Scheiße eh dort floppt? Ich kann doch viel besser freestylen. EGJ ist eigentlich Gregors Job. Mach ich eben auch so einen auf Gangster, indem ich mit Rhymes dolle schieß und versuch es mal bei Sektenmusik. Die Scientologies. Mann, für jede Halunkenbande ist es doch kein Ding, diesen Spossen hier so abzuziehen. Du Fotze bist nicht aggro genug für Berlin, also mach nicht einen auf maskulin. Eine Bombe und der kriegt Schock, schiebt nur noch Optik. Ja, denk fleißig nach, hier wird der German Dream zum Albtraum. Scheiße, wa? Und du denkst, du wirst ein Star, wenn du herkommst und den Tierstar disst? Aber er denkt ja auch, Vega und so sind seine Freunde, weil er immer noch ein Niemand ist. Mann, deine ganze Kunstfigur flog wie dein Album aus dem Game. Deshalb landete er wieder genau da, wo er angefangen hat. Out for fame! Und jetzt versuchst du auf meinen Namen Comeback zu starten, doch das geht so nicht. Er repräsentiert 10 Jahre Frankfurt, aber Chabos wissen immer noch nicht, wer der Gregor ist. Obwohl du doch so viel gerissen hast mit diesen inszenierten Battle-Mist. Auf 4 Top 10 DVDs sieht man, wie er jeden Berliner Rapper fickt. Ja, auch ich konnte da nicht burnen, brachte so kein Feuer über Deutschland, aber habt es bis heute nicht bereut, Mann. Dafür, dass das erste Mal war, gab schon genug Feedback. Und nachdem ich hin und wieder provozierte auf den Freetracks, er soll mittwochs mal hier antanzen und zeigen, dass er mies rappt, schreibt dann nach 5 Jahren bei Facebook, ey, Tierstar, Corona für ein Rematch. Ich wusste nicht, ob ich den Kopf schütteln oder lächeln sollte. Als ob ich sie gegen ihn noch nicht hatte, als ich das schon gar nicht bellen konnte. Jedenfalls wollte ich ihn anrufen, um mit den Jungen mal zu reden. Aber du hast ja nicht mal Coronis, mir deine richtige Nummer zu geben. Ich schwör auf alles, er gab mir eine falsche Nummer und die war niemals an. Aber er macht den Termin für nächste Woche aus, in der er telefonieren kann. Ich stellte mir zur besagten Uhrzeit auch genau vor, wie er sein Handy gerade aufmacht und die neue Telefonkarte reinsteckt, die er für mich extra gekauft hat. Weißt du noch, Johnny? Genau da klingelt es auch jetzt. Ich ging ran und hörte, wie er eine verstellte Stimme aufsetzte. Und glaub mir, das war keine angenehme Verhandlung. Hab mich währenddessen echt nicht vergnügt.
Er wollte nicht nach Berlin. Johnny quasselte eine Stunde, bis er sich hier sicher fühlt. Ja, du kriegst ja deinen Begleitservice. Kriegen wir jetzt eine Bestätigung? Ich komme aber nicht zur Provokation und bälle nur ohne Gremium. Ich schwöre, er hat nicht mal einen Fuß hier reingesetzt und schon kotzt mich dieser Homo an. Ich wette, er ist gar nicht hier. Oh, sorry, ich dachte, es ist ein Hologramm. Egal. Jedenfalls litten wir wieder auf. Johnny checkte wieder so die Showdaten. Ich boxte wieder einen Joint an. Gregor wechselte wieder Telefonkarten. Jetzt mal ehrlich, warum hast du denn so viel Schiss, mir deine Nummer zu geben? Wenn's nach mir ging, bräuchten wir nicht mal diese eine Stunde da reden. Bestimmt kommt er nicht mehr auf sein Alter klar, schwitzt dabei so richtig mies, immer wenn es klingelt und er meinen Namen auf dem Display sieht. Zum Beispiel, ich will ihn morgens beim Aus der Disco torkeln aus Versehen an, gleich passiert schon ein bisschen. Aus seinem Badezimmer hört man nur, Scheiße, was denn Schatz? Hab mich beim Rasieren geschnitten. Ich wach auf und sehe, dass ich ihn angerufen habe, schreib SMS, schöne Grüße. Bei ihm auf Arbeit vibriert's und er wirft es vor Schreck seinem Chef vor die Füße. Auf dem Heimweg wird nur noch Paranoia geschoben, als ob ich schon in seinem Zimmer wäre. Beim Brotschneiden zittert er, wenn der nochmal anruft, habe ich keine Finger mehr. Und dann rufe ich wirklich mitten in der Nacht, als die's gerade treiben an. Seine Freundin wird schon sauer, weil er's nicht mehr halten kann. Nur diesmal spritzt es alles aus ihm raus. Nicht nur Wichse, sondern auch Rotze. Pisse, Dünnschiss, Kacke, Ohren, Schmalz, Popel und Kotze. Okay, ich geb ja zu. Du hast schon recht, ist wirklich nicht diese Überwindung wert. Ich ruf nicht an, bevor es noch am Steuer klingelt und der Typ ein Kind umfährt. Ich bin doch kein Hater. Ich find, der hat schon drauf im Gelaber mit Reimketten. Nur ich fick ihn trotzdem, weil ich weiß, er kann austeilen, aber nicht einstecken. Und danach brauchst du wieder ein halbes Jahrzehnt, bis du's packst mit deinem Ego. Also bis in 5 Jahren, amigo. Hasta luego. Also das Ding ist, leider konnte Greg Bad nicht kommen und ich finde, das ist eine geile Geschichte, weil seit Feuer über Deutschland war bei euch eine echte Rivalität eigentlich. Dann haben wir das BMCL-Match mit euch beiden gemacht. Ich finde, es ist Battle auf Augenhöhe gewesen bei den beiden, weil bei vielen anderen war so ein haushoher Unterschied zwischen den beiden MCs. Bei euch war es auf Augenhöhe so. Und man kann sagen, nach dieser Rivalität, nach dem Battle, nach diesem Sport, seid ihr eigentlich irgendwie so ein bisschen Kumpels geworden. Kann man das sagen? Auf jeden Fall. Und ich kann euch auch ausrichten. Danke von Greg Pipe, jeden, der für ihn gewotet hat. Danke für jeden, der für mich gewotet hat. Danke für diesen Award.